Okay, und jetzt stehe ich hier mit dem Sender. Und du gehst weg oder ich bleib hier? Jetzt weiß ich das gar nicht. Ich glaube, guck mal, also folgender Versuchsaufbau. Der hat jetzt die Kamera und zeigt die Kamera und den Sender und ich habe hier den Empfänger mit der Antenne. Ach, und was machen wir jetzt? Jetzt gehst du weg in den Keller. Ja. Ich gehe mal ins Treppenhaus. Geh mal ins Treppenhaus und wir gucken mal uns hier das Video an. Genau. Zeig mal die Valkera-Box da in der Ecke. Genau, was steht denn da drauf? Kann man das lesen? Warte mal, bei mir ist irgendwie unscharf. Ach, guck, da steht. Ne, jetzt halt doch fest. Och, guck mal, geil. Da steht Valkera X350 und auf der rechten Seite steht da noch, wie viele Units da drin sind. Guck mal. Guck mal von rechts. Ne, von rechts, von dem Karton. Musst rumgehen. Ja, genau. Genau, 4 Stück. Natürlich haben wir nicht alle 4 bekommen, sondern 5. Reicht für eine Woche. Okay, dann geh mal raus, genau. Raus ins Treppenhaus. Gut, jetzt ist Licht angegangen. Jetzt geht er runter. No Signal! Ach, guck, jetzt ist er wieder da. Ja, siehst du das? Gut. Ist natürlich unrealistisch. Aber wir hatten jetzt einen guten Auflösungstest gemacht. Weil der Auflösungstest hat gezeigt, nämlich, dass alles sehr scharf war auf dem Karton. Das ist doch schön. Ist eigentlich auch egal, wie ich die halte. Nee, das ist natürlich nicht egal, wie du die Antenne hältst, Ja, weil jetzt das. schon. Ja, jetzt ist das sehr nah. Ja. Ja. Aber es war immerhin durch drei Wände. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist natürlich für FPV völliger Humbug, aber. Und mit 2S. Und mit 2S. Das heißt, jetzt stehst du in dem Zimmer, ich gehe in das Zimmer. Jetzt geh mal da hinten hin, ins Zimmer irgendwo. Warte mal, ich muss hier fokussieren. Oh Gott, das ist das andere Labor. Ja, guck, aber das ist doch gut. Bleib doch mal irgendwo. Genau, film mal. Och, guck, das ist doch gut. Das ist doch richtig gut. Nee, hier gibt es keine Störungen. Ja, es gibt aber keine Störungen. Aber ich habe jetzt gesehen, wenn du wirklich weg warst, komplett, ne, dann gab es auch keine Störung, sondern das Bild war dann plötzlich weg, genauso wie wir vorher gesagt haben. Und jetzt ist das Bild nicht ganz flüssig, aber ich glaube, je näher du kommst, desto flüssiger wird es einfach. Mal, wo sind mehr Wände dazwischen? Weiß nicht, wo Wände sind. Ja, jetzt aber dunkel. Ah, jetzt filmst du da aus der. Ja. Beweg mal die Kamera ein bisschen. Siehst du, jetzt wird es ein bisschen langsamer, ne? Also ich glaube, je schlechter dein Signal wird, desto langsamer wird hier die Bildwiederholungsrate. Mach mal einen Finger ins Bild und sag 1. Siehst du, jetzt hatten wir schon quasi eine halbe Sekunde Verzögerung. Ja, das war ziemlich, also das war ungefähr so eine halbe Sekunde bis Sekunde. Ach so, jetzt war besser. Jetzt war besser. Woher weißt du, wie die Antenne an meinem Empfänger steht? Hast du gespickt? Ja, aber das ist gestochen scharf. Wirklich richtig gut. Und hier im iPhone wird das noch so dunkel dargestellt und im Sender ist es richtig hell. Der iPhone stellt die Belichtung einfach blöd ein irgendwie.
Gut, dann kommen Sie mal wieder hier hin, Kollege. So, der Mann mit Sender. Kannst ja nach oben filmen, damit hier dann. Nee, so hier. Na, dass man mich sieht. Auf dich? Wie wir hier testen. Ja, So, hier. wir stehen hier und filmen mit einem iPhone. Genau. Ne? Filmen mit dem iPhone. Und dann muss man Wir das immer filmen scharf total, stellen. filmen wir. Ah, guck mal, jetzt habe ich. Moment, jetzt klicke ich. So, 3, 2, 1. Siehst du? Ein bisschen 3, 2, 1. 3, 2, 1. Also ist. Warte mal. Jetzt noch mal. 3, 2, 1. Okay. Also. Aber du siehst jetzt auch auf dem iPhone, also jetzt ist es Ach so, doppelt und iPhone. dreifach gemoppelt. Ach, das ist schwer, das zu testen, wenn man sich nicht auskennt. Ich glaube, wir machen das aus.